Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Ja, wir haben in der letzten Folge ja das Lager entdeckt, der Eingeborenen. Und ein paar Seile geklaut und einen verbackten Bogen gebaut. War also eine sehr erfolgreiche Folge. Und es ist Nacht und wir hauen uns erstmal hier aufs Öhrchen. So, es ist Tag, es regnet, super. Können wir jetzt hier irgendwas hinsetzen? Nö, ich habe nur das Gefühl, dass die Pflanzen mehr geworden sind. Inge liegt hier noch. Wir wählen mal eine Waffe aus. Haben wir Ruhe diesmal? Ja. Und hier sind ein paar Lizards, das ist gut. Damit wir ein bisschen Rüstung bekommen. Und du brauchst gar nicht weglaufen. Komm her. Komm her. Hallo? Jetzt habe ich zweimal daneben gehauen, obwohl ich da drauf stand. Jetzt komm halt her, es ist unausweichlich. Geht doch. So, hier hängt noch ein Arm rum. So, haben wir hier noch irgendwo ein Tierchen? Dann legen wir erstmal die Rüstung an. Okay. Das sieht doch schon ganz gut aus. Sind wir auch wieder für den Kampf gewappnet. Ich würde gerne auch eine größere Axt haben, aber da bin ich... Also ich weiß, es gibt sie. Ich weiß noch nicht, wo man sie findet. Ich glaube, eine gibt es in der Höhle, aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Deswegen können wir ja nochmal kurz... Da vorne steht eine. Auf Erkundungstour gehen. Aber nicht so weit, nur einfach nur ein kleines Stück. Ich wollte mir das Lager hier vorne mal angucken, was es hier gibt. Und dann können wir nämlich auch überlegen, ob wir demnächst mal wieder was Schönes bauen. Das muss ja auch nicht bei uns sein, das kann ja auch woanders sein. Da hinten läuft Armkarl, der hier die Arme seiner Vorfahren auf dem Rücken trägt. Und scheinbar ist hier Wasser. Weil das sieht so komisch aus. So, der steht nicht mehr auf. Da kommt eine Dreiergruppe. Oh Gott, wo hat er denn hingeworfen? Habe ich mich gerade selbst angezündet? Ja, habe ich. Sehr hervorragend, Kaisi. Hervorragend selbst angezündet. Ich bin auch ein Held. Ja, und die Tatsache, dass wir theoretisch hier im Wasser sind, im verbackten Wasser, macht es nicht besser. Gut, dass wir Rüstung anhatten. Kumpel, komm zurück. Lass uns einen heißen zusammen trinken. Ach ja, tut mir leid, der war schlecht. Aber es muss auch mal sein. Hier taucht gerade alles auf. Und die Musik wird wieder bedrohlich. Was liegt denn hier? Hi. Boah, mach doch nicht gleich das ganze Lager kaputt hier von dir. Oh. Ich hab mich schon wieder selbst angezündet. Ich geb mir keine Mollys mehr in die Hand. Das endet ja gar nicht gut. Okay, aber wir haben ihn erledigt. So. Hier liegt ein bisschen Stuff. Ah, nein, ich habe den Tennisball des Grauens wieder in die Hand genommen. So, oh. Flair-Munition. Was haben wir hier noch? Bisschen Stoff, damit können wir nicht viel anfangen. Da lag irgendwas drin. Was ist das hier? Ein Kopf. Naja, nehmen wir einen Kopf mit. Warum auch immer hier ein Kopf liegt. So, nochmal Alkohol.
Was liegt denn hier noch Schönes? Ist das hier nur Holz? Ja, das ist nur Holz. Oh, voll bedrohlich die Musik, oder? So. Eine Hütte haben wir noch nicht abgesucht. Den Stein können wir mal liegen lassen. Und hier die Schlachterbänke, hey, verrückt. Hier liegt noch ein Stein. Hier liegt Brandwilli. Ah, schau mal einer, guck. Ein Seil, oder waren zwei? Ich hab's nicht genau gesehen. Ich habe auf jeden Fall nur einmal geklickt. Und, super, hier rollt noch ein Kopf. Liegt hier noch irgendwas? Nö, das war's soweit, ne? Ja. Können wir den auf die Gegend schieben? Ja. Wollen wir den mit nach Hause nehmen? Haben wir da einen Tisch? Nee, Spaß. So einen blutigen Tisch will ich nicht. Hallo, listiger Lurch. Ja, listiger Lurch. Oh, jetzt habe ich... diese Steine, ne? Dass man die mir in die Hand nimmt. Muss aber alles anfassen. Ich würde auch gerne mal das Schiff finden. Und mich würde es interessieren, ob man zum Beispiel Haie, die es ja auch gibt, ob man die auch töten kann. Und genauso würde es mich interessieren, wie so ein Boot ausschaut. Ah, komm her. Mein listiger Lurch. Na, ihm geht's ja auch nicht mehr gut. Er sieht irgendwie aus wie so ein Buffet, ne? Er sieht aus, als ob er so ein bisschen im Boden hängt. Na gut, jetzt nicht mehr. So, bedien dich doch. Hier haben wir einen kleinen See mit Fischen. Mit Lurchen, die aus dem Wasser kommen. Und... das ist eigentlich... ein Koffer? Eigentlich eine ziemlich coole Stelle. Halt extrem offen, aber... an sich... ist das eine coole Stelle. Nicht weit weg. Wir haben einen kleinen See mit Nahrung. Hier liegen Koffer in der Nähe. Mit gutem Zeug drin. Außer die Tennisbälle. So, wir bedienen uns hier auch mal. Einzig die Effigies nerven ein bisschen, aber sonst. So. Einsammeln. Medizin ist immer gut. Seht ihr, könnte man mal testen, ob man... wir haben ja noch so anderes Zeug in der Tasche, so Aloe Vera und Marigold oder wie das heißt. Ich guck mal kurz. Ich will hier auch nichts Falsches sagen. Doch, Marigold. Vielleicht kann man da ja auch irgendwas zusammenstellen. Irgendeinen coolen Trip. Dann sieht man hier alles in umgekehrten Farben oder so. So. Wir legen mal kurz die Rüstung an, die wir gefunden haben. Okay. Lurch. Listiger Lurch. Komm her. Okay. So, und dann können wir mal an der Küste hier entlang laufen. Vielleicht finden wir ja das Bütchen. Le Boot. Gut, mal kurz das Blut einmal abwaschen. Ja. Aber es sieht aus, als ob es bald dunkel wird. Das heißt, wenn wir uns kurz einen Unterschlupf suchen, beziehungsweise bauen. Den kleinen Stein will ich nicht.
wäre das vielleicht sogar ratsam. Weil bei Nacht auf der Insel ist nicht so meins. So, Fridolin atmet auch schon ein bisschen hier. So, tagsüber geht das noch. Man kann halt ein bisschen die Gefahr erkennen. Aber nachts, das ist wirklich, also ganz andere Sache. Na, jetzt habe ich diesen verrückten Stein eingesammelt, aufgesammelt hier. Den soll man mal andrehen. Weg. Läuft wie so ein Ball, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, kann man damit irgendwas jemand am Kopf werfen oder sie weglocken? So, Mensch, hier liegt auch was Alkohol. Was haben die hier gefeiert? Eine riesen Cocktailparty? Und dann ist die ganze Party ins Wasser gefallen? Das ist ja schlimm. So. Das ist nur ein Stein. Ja, und während ich hier alles so fleißig einsammle, wird es immer dunkler. Beziehungsweise rückt die Dunkelheit näher. Oh, Geld. Also wenn wir von der Insel runterkommen, wir haben so viel Hartgeld. Wir sind ein gemachter Mann. Oder Frau, ich weiß ja nicht, was wir. Ich glaube, wir spielen Mann, ne? Und das ist. Ist das das, was ich denke, dass das ist? Oder ist das einfach nur ein Bug? Da sind Haie. Das sieht aus, als könnte das Teil eines Schiffs sein. Passt auf, wir machen das anders. Ich schwimme mal zurück. Vielleicht taucht das ja noch auf. Ich weiß es nicht. Hier sind auch Fische gerade. Das ist ganz schnell, ganz nett. Wir setzen uns hier mal ein kleines provisorisches Lager hin. Shelter, temporary Shelter, gell? Temporary Shelter. So, drehen wir uns mal hier. Ja, da müssen jetzt ganz viele Blätter investieren. Wir haben gar nicht genug Blätter. Hervorragend. Gut, ein Feuer brauchen wir danach auch noch. Lass mich raus. Gut, wir müssen mal kurz Stickies sammeln. Stickies und Blätter. Und im perfekten Fall auch noch mehr Stickies, weil wir brauchen noch ein Feuer. So, hier liegen dann noch mal Koffer rum für später. So, aber hier gibt es viele kleine Bäumchen. Dachte gerade, ich habe hier einen laufen hören. Aber das bin wahrscheinlich wieder ich. Ich erschrecke mich wieder von mir selber. Und da ist die Dunkelheit. Das wird hier so abartig flink dunkel. Das ist total verrückt. Sprinten wir mal zurück. Also ich sehe nicht mehr viel. Ich mach mal ein Feuerzeug an. So. Mal sehen, ob wir das noch finden. Da hinten ist irgendwas Weißes. Okay. Und noch ein Lagerfeuer. Ach, falsche Taste. Ein Lagerfeuer machen wir ja hier. Fire, ein Fire Pit. Ein paar Steine haben wir ja noch. Ja, so viel zu den Steinen. Ein paar Steine haben wir ja noch. Super.
Oder auch nicht. Okay, ich habe das Gefühl, dass es gerade wieder ein bisschen heller geworden ist. So als ob sich die Augen dran gewöhnen. Das hatte ich in der letzten Folge auch schon gesagt mit der Helligkeit. Dass es manchmal so stark überscheint, dass man danach das Gefühl hat, die Augen gewöhnen sich dran. Ich glaube, das ist auch echt so gewollt. Warum habe ich eigentlich... Na nü? Haben wir nicht gerade Sticks benutzt? Habe ich gerade aus Versehen ein Bug-Using hier betrieben? Das war nicht meine Absicht. Aber gut zu wissen, dass das noch nicht hundertprozentig funktioniert. So. Da, Stein. Wir brauchen noch einen Stein. Zum Beispiel den. Wenn wir schon mal hier sind, können wir den noch plätten. Hier liegt noch ein Stein. Hier auch. Also eigentlich liegen hier ganz viele Steine, aber... Okay, dann gehen wir mal zurück. Wir brauchen auch unbedingt dann was für den Magen. Und dann verbringen wir heute mal unsere Nacht unter sternklarem Himmel hier am Strand. So, hier drüber, zack, zack. Ne, wir müssen ja auch nicht die ganze Zeit bei uns im Lager rumkrepeln. Also ich bin zwar ein Freund von Sicherheit, aber wir können ja auch mal ein bisschen erkunden. So, Feuer an. Und dann gibt es heute ein Kaninchen zum Abendbrot. Oh, lecker Kaninchen, ne? So, und ich kann nicht erkennen, ob das Schiff da hinten schon vollends aufgetaucht ist oder ob das immer noch so komisch ausschaut. Aber was ich sehe, ich hoffe, ihr seht das auch so. Also ich habe einen sehr hellen Monitor, deswegen sehe ich ja auch relativ viel auch in die Weite. Ich hoffe, dass es bei euch auch so ist. Wenn nicht, wenn es zu dunkel ist, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Dann kann ich das im Bearbeitungsprogramm halt nochmal anpassen. Also für mich ist das von der Helligkeit optimal und ich stelle es schon minimal heller im Sony Vegas. Und da hinten sehe ich ein Feuer. Aber wie gesagt, erwähnt es ruhig in den Kommentaren und dann passe ich das an. Gut, und wir hauen uns mal hin. Ist das hell. Ganz hell. Und da hinten steht einer. Es ist Tag. Das Schiff ist noch nicht aufgetaucht, richtig. Trotzdem würde ich da gerne mal hin. Deswegen gucke ich mal kurz. Man konnte doch ein Boot bauen. Boot. Was braucht man denn dafür? Seil. Seil haben wir ja ein bisschen was. Na, ein Hausboot, na Halupeng. Kannst du mit nach Hause fahren oder wie? Small Raft. Ich klatsch das hier mal hin. 5 Baumstämme brauchen wir dafür, sagt er. Ey, Kumpel. Komm. Entweder lauf weg. Oder liefern wir einen schnellen Kampf. Ich wollte die Folge beenden. Nee, nicht runterhauen. Du musst hochhauen, Kumpel. Was machst du denn? Man muss nur ein bisschen meckern und dann klappt's auch, ne? So, hör auf zu atmen. Okay, wir gehen nochmal ans Lager zurück. Und dann können wir das kleine Bötchen in der nächsten Folge beenden. Also, bis dann, ciao. Ja, da hat's uns wieder aus dem Hause davongetragen. Naja, es schadet auch nicht, ne? Jetzt haben wir hier halt eine kleine Strandbehausung. Die können wir vielleicht noch an andererorts ein bisschen größer machen. Ich habe da schon eine kleine Idee, dass wir vielleicht umziehen und das woanders bauen. Man kann die Blueprints jetzt entfernen und ich sehe im Hintergrund gerade Leute kommen, deswegen beende ich jetzt mal die Abmoderation. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder reinschaltet. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren und bis dann. Ciao!